Hallo Freunde Nacht und herzlich willkommen zu später Stunde bei einer weiteren Folge von unserem Let's Play vom Thief Simulator 2 mit eurem Cursed. So, wir haben gesagt, als nächstes nehmen wir uns den Halloween-Raub hier vor. Bin ich mal sehr gespannt. Fähigkeiten alles haben wir. Welche Bekanntheit, das Haus bleibt leer. Störe den Teufel nicht, da bin ich ja mal gespannt. Ansonsten ein Kija-Brett, eine Monster-Baby-Puppe und ja, so ein Paket. Ja, dann machen wir uns da doch mal auf den Weg. Dann schauen wir noch mal nach. Drei Kürbisse müssen wir ja auch noch mitkriegen, hoffe ich. Sechs, sechs Teufelshöhe. Ja, die Adresse ist natürlich schon super. Finden wir hier noch was zum Graben? Wir die schon mal. Okay. Das war scheiß. Also doch schon die ganze Zeit irgendwo so ein Zittern, ne? Also.
der Unterschied wohl ist. Aber noch versucht zum rausgraben. Boah. Boah, habe ich mich erschrocken. Verdammt, verfolgt er mich? Der rennt hinter mir her. Alter Schwede. Oh ja, okay. Das sind lustig. Ich merke das schon. Verdammt. Natürlich die Sachen, die ich jetzt gerade eingelagert habe, sind weg. Ja. Sage auch. Dann also nochmal. Also wenn wir noch ein paar Mal hinrennen, glaube ich. Das ist ja heftig. Das ist ja heftig, der Typ. Werfen wir den Loot hier kurz ein. Wir jetzt schon mal haben. Und wieder zurück. Störe nicht den Teufel. Das ist hier echt Programm. In die Richtung gucken, ey.
Ganz also weg, ganz also weg. Boah, das würde ja richtig heftig, in das Haus reinzukommen. Ich glaube, das mache ich dann aber einen anderen Anlauf. Erstmal so gucken, dass man hier draußen alles abgesandt bekommt. Dann in das Haus rein. Großen, großen Bogen. Störe nicht den Teufel. Ja, boah. Das ist echt heftig. Das ist richtig heftig. Wir noch mal was zum Graben, ne? Okay, machen wir uns mit der Ausbeute jetzt erstmal wieder vom Acker. Und dann geht der nächste Run direkt in das Haus rein. Was ist doch so ein typisches Amityville Horrorhaus, ne? Oder war der schon wieder? Ein Halloween-Kürbis, Kija-Brett. Was das Uhr? Okay, ist ein schöner silberhalter Tisch. Okay, die kriegen wir auch da drin. Sehr sicher auf jeden Fall.
Sperren wir mal ganz schnell hier noch das Tablet. Da haben wir schon hinter uns. Das ging fix. Wir bringen auch hier die Asche. So ein Lagerschuppen, wo man große Dinge unterbringen sollte. Mal schauen. Lagern wir das erstmal ein. Boah. Und dann versuchen wir mal unser Glück, um in das Haus reinzukommen. Ah, verdammt. Okay. Ich glaube, wir werden auch das ein oder andere Mal gefressen werden. Oder Seele ausgesaugt, zu Tode erschreckt. Ja, gab es hier noch einen Kürbis? Genau. Nee, egal. Es ist hier nur ein normaler Kürbis. Oh, oh, okay. Sack. Hier sehe ich die ganze Zeit Gänsehaut, das ist grausam. Jetzt erinnere ich eben noch so einen kleinen Teil davon, direkt nach Hause fahren, direkt safen. Möglichst großen Bogen laufen. Auch wenn er dreist ist, aber ich glaube, das machen wir. Machen wir echt so, das ist ja. Der Frillhof 5. Lager fällt erstmal eine ganze Menge Särge in seinen Schuppen hier ein.
Ija-Brett. Halloween-Kürbis. Haha. Ja, Tischschuhe, Silberstunde, Uhr des Großvaters. Dickes Horn und die verwunschte mechanische Puppe. Das waren schon die Sachen, die wir da schon hatten. Die Bank. Bank ist auch ziemlich voll. Nee. Auf zum nächsten Anlauf. Störe den Teufel nicht. Das Haus bleibt leer. Kann der einfach nicht ins Haus hinein? Ich meine, der läuft ja drumherum und sieht manchmal so aus, als ob er reingehen würde, aber geht er wirklich rein? Oh, er kommt hier rein! Boah. Okay. Boah. Verdammt. Boah. Oh, verdammt. Das ist echt. Super gruselig. Weg und weg, ganz schnell weg. Puh, das ist echt Nervenkitzel. Das ist richtig. Großvater so, okay. Und die beiden Sachen. Nur für die Särge zu kriegen. Nehmen wir da erstmal den Loot, den wir jetzt haben, wieder ein.
uns später mal drum. Nehmen wohl irgendwie eine Taschenlampe oder sowas. Da steht ja drin eine Taschenlampe. Was ja ein bisschen zu easy, wenn ich die mit einer Taschenlampe abschrecken kann. Und auch, ob der sich immer wieder gleich bewegt. Der Fall zu sein. Sehr viele große Dinge. Alle vier Spukmasken. Das ist auf jeden Fall. Das geht auf die Pumpe. Das geht echt auf die Pumpe, ey. Unglaublich. Da ist noch irgendwelche Sachen drin. Nee, ne. Alle vier Fluchmasken. Die beiden Dinge fehlen noch. Ja, da werde ich noch ein paar Anläufe für brauchen, aber. Jetzt erstmal daran, das Zeug zu verkaufen und dann. Ne, die verfluchten Masken behalten wir mal. Die brauchen wir ja scheinbar noch. Brauchte die jetzt wirklich noch? Die habe ich doch gerade abgegeben, denke ich, oder? Kann ich mitnehmen. Also Kerzenständer, die Schuhe, Schmuckstatue und die beiden männlichen Schädel.
Nehmen wir mit. Die lassen wir da. Mal schauen, was wir damit noch erreichen können. Aber das wird mir sicher als Erfolg dauern, bis ich da wieder reintraue. Gebe ich mir ehrlich zu. Dann muss man erstmal Stück für Stück sich so ein bisschen akklimatisieren. Erstmal nach, dass wir den ganzen Krempel hier verkauft bekommen. Es ist ja schon obskur genug, dass wir jetzt zum Pfandleiher gehen, um Särge zu verkaufen. Die wir sehr, ich würde mal sagen, optimistisch gestapelt haben. Dann machen wir erstmal mit dem normalen Wahnsinn weiter, aber das ist der ist ja echt super. Boah! Er muss also erstmal von der Hohe. Boah, irre. Gute Idee. Also, finde ich es gut gemacht von den Tests, die Idee, auf jeden Fall. Das ist aber ein Halloween-Agent. Das auch den Namen Halloween-Event verdient hat. Comes trouble. Ja klar, guck mal da, ich bringe dir noch ein paar Särge mit. Dankstelle ist einfach die Särge reingeschleppt. Für so einen Sarg. Ja, ein paar Taler gebracht. Mal irgendwelche Paketcodes noch. Nee. Schauen wir nach, was wir so an Upgrades kaufen können noch. Schlafgasbestand. Komm, billig Ding, da nehmen wir mal mit. Einmal gekauft, dann kannst du die kostenlos durchgehen. Das ist schwarz. Sagen wir, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Also am besten tatsächlich. Sehen uns das nur noch. Aktionspunkte und Laptop hacken, die richtig Asche kosten auch.
schummelt zwar ein bisschen, aber okay. Tomahawk von der 115 klauen. Hier. Oder fast zum Kaufen. Hey! Intech Vision GT in der Garage. Ja, langsam, langsam kommen wir hier so in den Bereich, wo man sagen kann, es wird eng. Und 113. Aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen, wie ich mich hier so tot erschrecke. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir das in die Kommentare rein. Witzelt auch gerne darüber, wie ich hier fast aus dem Stuhl gesprungen bin. Und wenn ihr natürlich auch weiterhin nicht verpassen wollt, wie es hier weitergeht, dann abonniert doch gerne den Kanal. Das freut mich ebenfalls sehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Kirst.